Oh, schnell! Oh, Held! Du musst es ziehen! Das legendäre Mahneschwert! Yeah. Oh, geil! Trials of Mana! Hey Leute, willkommen wieder bei Bannermeister und ja, und heute geht es mal um Trials of Mana, ein Spiel, welches gestern erschienen ist auf der Nintendo Switch oder auf der PlayStation 4. Ja, ich habe mich hier für die Nintendo Switch-Variante entschieden, weil für mich so ein bisschen die Mana-Serie einfach zur Nintendo-Generation gehört und ein bisschen weniger zur PlayStation, auch wenn es zum Beispiel das Spiel Legend of Mana ja für die PlayStation 1 gab. Also es ist ja nicht so, dass das nur Nintendo ist, aber für mich ist das einfach mehr Nintendo. Und das hier ist auch ein Remake von Seiken Densetsu 3. Dieses Spiel hier übrigens, das gab es nämlich auf dem Super Nintendo und deswegen habe ich mich für die Switch-Variante entschieden. Ja, was sage ich dazu? Das Ganze ist so, wenn man so ein bisschen so will, vielleicht Secret of Mana 2, so wie ihr das vielleicht gerade hier seht. Also es gab ja einmal dieses große Secret of Mana damals bei uns für das Super Nintendo. Viele haben es geliebt, ich auch, gehörte mit zu meinen Lieblingsspielen überhaupt, einfach wunderbar. Hier das Ganze nochmal in der amerikanischen Version. Und hier das Ganze nochmal in der japanischen Version für das Super Famicom. Da ist das nämlich Teil 2, Seiken Densetsu 2. Ja, so, und dann war so Sendepause, weil man in Deutschland immer nicht so viel mitbekommen hat, dass es überhaupt einen dritten Teil da gab und keine Ahnung. Ja, das habe ich dann irgendwann später mal erfahren, dass es da ja noch einen Teil gibt. Und den habe ich mir dann auch mal natürlich angesehen und mal irgendwo auf dem Emulator gespielt oder so. Und ja, fand es irgendwie cool, aber ja, das war halt auch nicht deutsch und keine Ahnung. Ich wusste, es gibt einen Teil, aber ich wusste halt nicht so viel. So, dann habe ich mir irgendwann auch die japanische Version hier gekauft, Seiken Densetsu 3, also so gesehen Trials of Mana. Fand das immer sau cool, das ist einfach ziemlich ähnlich mit The Secret of Mana. Aber es gibt mehr Charaktere, mehr Stories, anderes Gameplay und teilweise auch besseres Gameplay. Und deswegen bevorzugen viele auch dann manchmal diesen Teil im Gegensatz zu dem normalen Secret of Mana. Ja, ist natürlich Geschmackssache. Also ich bevorzuge doch eher das normale erste, weil einfach aus Nostalgiegründen. Aber das ist hier auf jeden Fall trotzdem ein sehr, sehr cooles Spiel. Dann gab es hier damals ein paar nette Jungs, die das Ganze mal in Deutsch für das Super Nintendo rausgebracht haben. Nicht offiziell, sondern so, ja, war mehr so ein Bastelprojekt, sage ich mal. Und da habe ich mir das damals auch gegönnt. Secret of Mana 2 haben sie es hier noch genannt, weil da wusste noch kein Schwein, dass das bei uns mal Trials of Mana heißen wird. Und ja, das fand ich auch sehr cool. Ja, und dann gab es ja auch noch für die Nintendo Switch, wie wir hier sehen können, die Collection of Mana. Was mich damals auch sehr, sehr gefreut hat, als das rausgekommen ist, weil da hat man einfach alle drei Teile, einmal das erste Final Fantasy Adventure Mystic Quest, so heißt sozusagen der erste Teil, dann eben Secret of Mana und Trials of Mana, alle drei drauf und das ist richtig cool, vor allen Dingen, weil Trials of Mana hier eigentlich das erste Mal überhaupt bei uns in Deutschland gab, das gab es nämlich vorher nicht. Und hier hat man das Ganze natürlich in der alten Retro-Grafik und ja, finde ich eine immer noch saucoole Sache. Und jetzt kam so ganz plötzlich, womit eigentlich keine Sau gerechnet hat, einfach so, ja, wir machen mal von Trials of Mana ein Remake in 3D und so weiter. Und da dachte ich mir, ey, geile Sache, sieht cool aus, ich bin Mana-Fan, das gönne ich mir, das schaue ich mir mal an. Das Einzige, was hier auf jeden Fall, es gibt vielleicht noch andere Sachen, aber was hier auf jeden Fall anders ist, ist, dass man das Ganze nur noch im Singleplayer spielen kann. Das alte Spiel konnte man auch noch im Koop spielen. Hier leider nur noch alleine und ich glaube, man kann zwischen den Charakteren entweder wechseln oder je nachdem dann mal bestimmt optimal zaubern oder nicht. Sonst hat man hier aber auch die ganzen Geschichte, die 6 Charaktere
die man halt auswählen kann und von jedem halt die Story spielen kann. Am Anfang wählst du ja drei Charaktere aus und diese Schicksale verknüpfen sich dann und dann hast du auch bestimmte Bossgegner und eine bestimmte Story und das sind dann halt so deine Hauptcharaktere. Und deswegen kann man das Ganze auch öfter durchspielen, um andere Bossgegner am Ende zu haben. Das war zumindest damals so. Und halt andere Geschichten kennenzulernen. Also da hat man auch nochmal so einen kleinen Wiederspielwert. Das ist natürlich sehr cool. Und das Ganze, wie gesagt, jetzt für die Nintendo Switch. Und das packen wir jetzt mal aus, indem ich hier erstmal vorlese, was hier so draufsteht. Die Legende des Heiligen Schwerts lebt weiter. Bösartige Mächte versuchen, zerstörerische Mana-Bestien in einem einst friedlichen Land zu entfesseln. Um das Böse daran zu hindern, die Macht an sich zu reißen, begeben sich sechs Helden auf ein episches Abenteuer, um ihre Königreiche und die Macht des Mana zu beschützen. Gestalte dein eigenes Abenteuer. Wähle deine Helden und seine Verbündeten aus sechs unterschiedlichen Charakteren. Je nach Wahl entwickelt sich deine Geschichte unterschiedlich. Wechsle in temporeichen Kämpfe in Echtzeit zwischen Charakteren. Okay, du kannst also wechseln. Und verändere durch einen Klassenwechsel die Erscheinung, Magie und Spezialangriffe deines Helden. Auch sehr cool. Ja, ich muss mal kurz gucken, wo ich das hier am besten aufmache. Ich nehme mal hier das Awesome Messer dafür. Und versuche mal irgendwo einen kleinen Anfang zu machen, ohne irgendwas kaputt zu machen. So, ich glaube, ich habe einen Schnitt getan. Der Dr. Ben hat getan, was er musste. Die Folie machen wir hier jetzt irgendwie mal ab. Ja. Naja, wir haben es also nur so halb geschafft. So, jetzt haben wir es. Ja, dann öffnen wir das Ganze mal und... Oh mein Gott, da klingelt es an der Tür. Und da haben wir hier so ein kleines Heftchen von Trials of Mana, wo man das Ganze wieder bei Square Enix registrieren kann, wenn man denn möchte. Deswegen lege ich das mal kurz beiseite. Und dann haben wir hier drin einmal das Spiel und einen sehr coolen Hintergrund. Das hat ja leider nicht jedes Spiel. Aber hier haben wir so ein richtig cooles Bild. Also das sieht auch sehr, sehr cool aus. Ja, also ich finde das Bild an sich wirklich sehr, sehr schick. Da sieht man ja auch nochmal die unterschiedlichen Charaktere. Sieht fast so aus wie so Hintergrundbilder oder auch Bilder, die man als Poster an die Wand hängen könnte. Also sehr cool. Ich bin sehr gespannt, wie das ganze Spiel so ist. Es gibt ja auch eine Demo, die könnt ihr euch auch gerne mal ansehen. Und dann würde ich sagen, war es das auch mit diesem Video. Leute, macht's gut, viel Spaß noch und das war euer Ben. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.